Heute im Rezept geht es um leckere Brownies, die ihr in 5 Minuten zubereiten könnt. Was, wieso und warum, das zeige ich euch jetzt im Video. Für das Rezept nehme ich eine große Schüssel, gebe da Zucker, Mehl, einen Teelöffel Zimt, etwas Öl und noch Milch dazu. Jetzt brauchen wir noch ein Ei, einfach kurz aufschlagen, mit in die Schüssel geben und 3 Esslöffel Kakaopulver dazu streuen und so lange umrühren mit einem Schneebesen, bis ein glatter Teig entstanden ist. Dann den Backofen vorheizen auf 170 Grad und ca. 15 bis 20 Minuten ausbacken. Tja, die Dinger sind super lecker und ich konnte einfach nicht widerstehen, aber ich probiere direkt nochmal ein Stück. Mit dem Rezept bekommt ihr genau 4 Brownies hin, wenn ihr es ein bisschen dicker haben wollt. Richtig, richtig dick, dann kommt ihr vielleicht noch 2 Stück hin. Zum Rezept einfach die Infobox aufklappen, da kommt ihr zum Rezept mit den genauen Mengenangaben und zu meinem Shop. Wenn ihr zum Beispiel Zimt braucht, würde mich freuen, wenn ihr den da kauft und mich unterstützt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn euch das kurze Video gefallen hat. Das nächste gibt es auch schon morgen mit dem nächsten Rezept. Und bis dahin wünsche ich euch einen guten Appetit.